So, hallo, ich bin die Steffi und wir machen heute gemeinsam eine circa 30-minütige Trainingseinheit. Bitte, ihr braucht keine Schuhe, Socken oder Barfuß, ist erlaubt. Und ich hätte gerne eine eingerollte Matte. Genau. Was machen wir? Wir machen Stabilitätstraining, Beweglichkeit und Kraft. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich würde sagen, wir wärmen uns auf. Dafür darfst du deine Beine einmal mindestens so breit, deine Hüfte ein bisschen breiter öffnen. Jawohl, atme mit mir ein. Und aus. Ab. Roll die Schultern rechts und links, komm rechts, links. Lass die Knie federn. Right and left. Yes, beide Schultern. Für vier. Drei. Zwei noch. Halber Arm rechts, links. Rechts, links, rechts. Für vier. Drei. Lass mal den Arm größer werden. Weite. Nimm mal den Oberkörper mehr dazu. Yeah. Länge. Weit. Noch vier. Drei. Lass die Arme in die Seite ziehen. Rechts. Links. Sehr schön. Stell dir vor, dass zwei Flügel hier schlagen. Vier. Drei. Die Arme schwingen. Tipp. Die Füße tippen. Schieb. Lass die Bewegung der Arme größer werden, sodass dein Kopf zwischen den Armen ganz oben landet. Bauchspannung, langer Rücken. Ja, nimm mal die Beine mit. Heb sie an für eine ganz kurze Stabilität. Sehr schön. Lass die Zehen wieder tief und schwing wieder tiefer die Arme. Mit der Rotation. Schau in die Seite. Rechts. Sieh. Dreh hier aus der Brustwirbelsäule. Wieder die Arme locker. Zeichne mal eine liegende Acht. Und jetzt nimmst du den Oberkörper mehr dazu. Lass die Füße fest am Boden. Und größer werden. Schöne große Kreise. Und lass die Kreise wieder kleiner werden. Leg die Acht schlafen. Und schwing die Arme. Jetzt bleibst du in der Mitte. Nur die Arme schwingen. Vier, drei. Die Arme nach oben. Und in die Seite. Jawohl. Knie sind locker. Noch vier. Drei, zwei noch. Halte einmal oben. Länge über die Seite tief. Gerade nach unten. Einmal rund. Einmal rund. Länge. Roll dich langsam nach oben auf. Wirbel für Wirbel. Nimmst du die Schultern. Ich hoffe, ihr seid warm und aufgewärmt. Nimmst du hier jetzt einmal die Arme tief, Ellbogen, Schulterhöhe, der Bauch spannt an, eine lange Wirbelsäule. Und du beugst dich jetzt hier mal sanft nach rechts und wieder zurück. Achte jetzt mal darauf, bleibt deine Hüfte stabil, deine Knie gleich gebeugt, ohne auszuweichen.
nach vorne oder nach hinten. Oder die Beine anders zu belasten. Hier in die Bewegung, in die Seitbeuge. Als hättest du vor und hinter dir eine Glasscheibe, die du nicht berühren möchtest. Jawohl. Beweglichkeit und Kraft. Geh einmal nach rechts und dann strecke mal die Arme, beuge und komm wieder zur Mitte. Linke Seite, Streckung, Beugung, zur Mitte. Jawohl. Du holst dich bitte kraftvoll aus der Körperseite, immer nach oben zu. Jawohl. Streckung. Beuge. Jetzt nehmen wir eine Bewegung dazu. Seite. Strecke gleich. Schau mal zu deinem rechten. Dreh dich ein. Dreh dich aus. Und komm zur Mitte zu. Seite. Strecken, Rotation, Länge, zur Mitte zu, Seite, Strecken, Rotation, Mitte, jawohl, und nochmal, schau zum Fuß, bitte lass dir Zeit, spüre jede Bewegung. Schau immer, wie weit komme ich. Geh vielleicht noch ein Stück weit. Noch einmal auf die rechte Seite. Noch einmal nach links. Bitte strecke einmal die Arme in die Länge. Beuge nochmal nach rechts. Halt dich. Stabilisiere. Und gib mir mal ganz kleine Millimeter nach oben. Denk an die zwei Glasscheiben vor und hinter dir. Spür die Seite. Spür die Kraft. Sind die Beine immer noch gleich belastet? Die Hüfte stabil. Die Schultern in einer Linie. Ziehst du dich langsam, Millimeter für Millimeter nach oben. Jawohl, wechsel nach links. Stabilisiere dich. Halt. Und ganz klein nach oben. Millimeter, denk dran. Die Kraft hier auf der Seite. Jawohl. Gerade Rücken tief. Und nach unten. Schultern zurück, atme mit mir ein. Die Beine hüftschmal. Stütze dich vorne auf die Oberschenkel. Hier bleibt jetzt bitte dein Rücken mal ganz lang. Du entscheidest, ob du mit dem Oberkörper etwas höher bleibst, weil dir das im unteren Rücken angenehmer ist. Oder ob du tiefer kommen kannst, als wärst du ein Tisch, der das Brustbein vor dir ablegt. Deine Schultern ziehst du zurück, dein Kopf ist in der Verlängerung der Wirbelsäule. Spann jetzt mal deinen Bauch an und zieh die Schultern aktiv nach hinten. Hier kann
kannst du dich abstützen und die Ellbogen an den Körper rannehmen wie zwei Flügelchen. Stabilisier dich hier. Gib jetzt mal sanft den rechten Arm oder bei mir der hintere und setz ihn wieder ab. Linker Arm. Oder vorne. Und dann hätte ich gern beide. Und wenn es nur so eine kleine Bewegung ist, ja? Einmal den rechten oder hinteren. Einmal den linken oder vorderen. Und einmal beide Arme. Und wieder zu. Wer sagt, das schaffe ich locker? Stütz die Hände bitte nicht mehr ab. Stufe 2. Kraftvoll. Bauchnabel Richtung Himmel. Wirbelsäule in die Länge. Denk daran, das geht auch hier, ja? Du entscheidest. Bist du mehr? Dann hebst du hier die Fersen ab. Bis auf den Zehenspitzen. In dem Moment muss die Tiefenmuskulatur noch mehr stabilisieren. Jawohl. Bitte denk daran, du gehst nur so weit, bis für dich in Ordnung ist. Stufe 1, 2 oder gar die 3. Ein kleines Lächeln. Tiefe Vorbeuge oder eher höher. Atmen. Versorge die Muskulatur mit Sauerstoff. Jawohl. Das machen wir noch einmal. Jeder Arm einzeln. Einmal beide Arme halte neben dem Ohr. Stabilisiere dich, atme. Lächle. Jawohl. Spür den Bauch, spür den Rücken. Lass sie arbeiten. Komm. Beuge langsam zu Boden tief, senk die Fersen und roll nach oben. Nimm die Schultern zurück. Sehr schön. Bitte komm jetzt mal mit deinen Füßen mittig auf deine Matte. Wenn du keine Matte hast, dann nimmst du ein Handtuch. Aber bitte ein dickes Badehandtuch, damit du hier wirklich so ein bisschen unstabil wirst. Jetzt lass mal hier die Füße so ein bisschen arbeiten. Drück die mal in die Rolle, sodass der Körper wackelt. Sodass du hier wirklich stabilisieren musst. Jawohl, gehört. Und dann such mal deine Körpermitte. Wo stehst du stabil? Lächeln. Sehr gut. Ich möchte jetzt nur mal so eine kleine Bewegung nach unten. Nach oben. Tief. Und hoch. Stell dir jetzt vor, dein Kopf zieht dich oben, immer bis zum Himmel. Jawohl. Down. Lift up. Down. Jawohl. Natürlich sind hier deine Oberschenkel dabei, aber ich möchte mehr in die Stabilisation. Das Gleichgewicht kommt tief. Versuch mal den rechten Fuß nur geistig leicht anzuheben, den linken. Das heißt, du wechselst das Gewicht von einem Bein aufs andere. Jawohl. Vielleicht geht schon ein bisschen mehr. Ja. Du entscheidest. Das muss nicht sein. Jawohl. Ja. Wackelt. Ja. Stabilität. Ja. Lift. Ja. Geht noch ein bisschen was, oder? Ja. Lift. Also ihr seht auch, ich wackel, gell? Das ist Sinn der Sache. Und jetzt halte mal. Versucht alle mal zu stabilisieren auf einem Bein.
Steffi. Drei. Zwei. Langsam tief. Mach dich bereit für das andere Bein. Lift. Lächeln. Vier. Drei. Zwei. Langsam tief. Halt dich. Stabilität. Heb mal dein Brustbein. Deine Handflächen drücken zusammen. Stabilisiere dich. Jawohl. Halt. Geh dein Brustbein noch ein bisschen höher. Rotier nach rechts. Mit. Nach links. Was passiert hier? Du stehst auf deiner Rolle. Die Stabilisatoren müssen arbeiten. Und jetzt kommt noch der Blickwechsel dazu. Jawohl. Versuche, dass du deine Hüfte gerade lässt. Sehr, sehr gut. Mach das noch einmal auf jede Seite. Hältst in der Mitte, löst langsam die Arme, streck dich einmal weit nach oben und steig nach hinten wieder tief. Sehr schön. Komm einmal mit einem langen Rücken nach unten. Sehr gut. Ich hätte gerne, kommt zu euch in die Seite, dass du vielleicht ein kleines Handtuch vor dir ablegst, beide Knie jetzt mal hier auf die Matte gibst. Deine Hände stehen unter deiner Schulter, deine Knie unter deiner Hüfte. Natürlich bist du hier jetzt schön stabil, wenn die Zehen aufgestellt sind. Zieh mal die Schultern zurück in die Hosentaschen. Denk an die schöne Linie. Lange Wirbelsäule. Hebst jetzt mal die Zehenspitzen weg vom Boden. Nur halten. Sehr gut. Jetzt nimmst du bitte dein rechtes oder hinteres Bein weg von deiner Matte. Deine Hüfte bleibt gerade und stabil. Du kannst jederzeit hier bleiben und eine leichte Öffnung des gehobenen Beines nach außen und wieder zur Mitte zurück. Stufe 2. Der linke Arm hebt mit an. Jetzt wird es schon wackelig, gell? Erstmal stabilisieren, wenn es ist, wieder die Zehen tief, ja? Öffne jetzt Arm und Bein, wenn du kannst. Geh nur so weit, wie es für dich in Ordnung ist. Wenn du mehr gehst, mehr kannst, denk wieder an die gehobenen Zehen. Finde deine Mitte, stabilisiere dich. Und dann halten wir einmal in der Öffnung. Mit Arm, ohne Arm, abgestelltes Bein, gehobenes. Bitte entscheide du, wie weit du gehen kannst. Halte diese Öffnung. Komm in eine Länge. Zieh die Schultern zu. Senke deinen linken vorderen Arm. Die Zehenspitzen, das hintere Knie. Und setz dich einmal weit. Aus dieser Position bringst du jetzt die Nasenspitze bitte Richtung Boden. Kommst hier zwischen die Hände.
drückst dich nach oben, wirst du rund im Rücken und rollst nach hinten zurück, die Welle. Langsam nach vorne. Stufe 1, bleib bitte hier. Stufe 2, durch die Hände durch, rund zurück. Lass dir Zeit. Stufe 3, weit nach vorne, so weit du kannst. Und zurück. Nur wer möchte, Stufe 4. 10 Angriffe. Schenk mir ein Lächeln. Dein Bauch arbeitet. Deine Rücken. Deine Brust. Und du hast die Beweglichkeit in deiner Wirbelsäule. Die tiefe Muskulatur angeregt. Mach dies bitte ein letztes Mal. Setz dich einmal weit. Werde einmal rund im Rücken. Und wieder in den langen Rücken zurück. Wir haben zwei Seiten. Hände. Schulter wieder eine. Zieh die Schultern zurück in die Hosentaschen. Lass dich bitte nicht durchhängen, sondern wieder die schöne Stabilität in der Mitte. Nur halt. Einmal die Zähne lösen. Passiert nicht viel, gell? Lass sie wieder absetzen. Halt. Dein rechter Arm. Schulter geht zurück. Halt dich. Stabilität. Öffne bitte mal in die Diagonale und in die Länge. In die Diagonale. In die Länge. Wenn du möchtest und bereit bist, das hintere Bein, das vordere ist es bei mir, in die Diagonale und in die Länge. Du kannst jederzeit nur das Bein nehmen oder auch gerne mal zwischen Bein und Arm wechseln, wenn dir das genug ist. Schöne Stabilität geht auch nur mit dem Arm, ja? Kannst du gerne mal ausprobieren und wechseln. Oder es geht und du nimmst Arm und Bein. Öffne. Länge. Nur wer kann und möchte, nimmt die rechten, beziehungsweise bei mir sind es die hinteren Zehen, weg von Boden. Bitte denk daran, geh nur so weit, wie es für dich jetzt gerade in Ordnung ist. Zieh dein Bauchnabel sanft Richtung Wirbelsäule. Schenk dir ein Lächeln. Atme, denk daran, Zehen können tief sein, Hand kann tief sein. Nur so weit gehen, wie es für dich in Ordnung ist. Oder der Arm. Entscheide du. Stabilität, Kraft, Lächeln. Komm bitte in die Länge, halte noch einen Moment. Und langsam Zehen, Hand, Knie,
eine Runde machen. Lang. Nochmal eine Runde. Nochmal in die Länge. Sehr schön. Gut. Prima. Geh bitte einmal mit den Knien von deiner Matte. Eine Stabilität hier. Nimm die Matte bitte nach vorne. Deine Unterarme gehen mittig hier auf die Matte, sodass der Ellbogen gerade noch auf der Matte mit aufliegt. Schieb dich mal raus aus den Schultern. Du kannst hier jederzeit bleiben, dich rausschieben, die Schultern zurückziehen, den Bauch anspannen. Es wäre schön, wenn wir alle schaffen, die Zähne aufzustehen. Die Knie jetzt langsam über den Boden schweben lassen. Der Bauch ist angespannt, der Rücken, die Schultern ziehen Richtung Hosentaschen. Und nur wer noch mehr möchte, stellt die Zehenspitzen, die langen Beine auf. Du hältst und stabilisierst. Du atmest und lächelst. Du kannst jederzeit wieder eine Stufe zurückgehen. Okay? Ansonsten halte ich. Ein bisschen geht noch. Der Bauchnabel zieht sonst zur Wirbelsäule. Jawohl. Noch 8, 7, 6, 5. Noch 4. Noch 3, 2 noch. Achtung, langsam. Rechtes Knie, linkes Knie. Aufstützen. Rund werden im Rücken. Langer Rücken. Schultern ziehen zurück. Heb die Knie an. Füße aufstellen. Sehr, sehr schön. Ich hätte gern, dass du dich jetzt mit mir kurz auf die Matte absetzt. Ich bleibe in der Seite, dann seht ihr es besser. Ist hier jetzt wieder ein bisschen wackeliger. Fersen sind aufgestellt. Langer Rücken. Bitte stabilisiere dich hier. Schau mal, dass du hier schön auf deiner Matte sitzt. Arme gehen nach vorne. Jetzt nimm mal die Hände aufeinander und die Daumen auf deine Brust. Deine Ellbogen gehen jetzt nach oben in Schulterhöhe. Du bist ein ganz kleines V. Halte hier und rotiere es mal nach rechts. Mit. Links. Die Rotation kommt wieder nur aus der Brustwirbelsäule. Mit. Deine Beine bleiben parallel. Bauchkraft. Jawohl. Kannst du den Arm leicht öffnen? Musst du nicht. Stufe 2. Öffnen. Jawohl. Wie weit komme ich in der Rotation? Öffnen. Mitte. Wie kann ich es mir leichter machen? Bleib weiter oben. Ja? Wie kann ich es schwerer machen? Komm weiter zurück. Wichtig hier. Dein Brustbein zieht wie eine Leuchtkugel zum Himmel. Sehr gut. Öffnen. Vielleicht wird die Beweglichkeit mehr. Vielleicht kommst du weiter. Sehr, sehr gut. Noch 4. Mitte. 3. Mitte. 2 noch. Mitte. Ein letzter. Halte einmal hier. Nur die Bauchkraft. Halte. Bring die Arme nach vorne. Und ich hätte gern, dass du jetzt einfach so ein bisschen nach vorne tief rutscht, sodass eigentlich deine Matte den unteren Rücken hier, die Lendenwirbelsäule, ein bisschen schützt. Brustbein hoch. Kommst du 2 cm tief. 2 cm. Jawohl. Kleine Bewegung. Lass den Bauch aktiv. Ja. Yes.
Noch vier. Drei. Zwei. Und ein letztes Mal halten. Halten. Nur wer kann und möchte. Öffne die Arme. Sonst bleib einfach hier. Es ist okay. Du kannst dich auch hier leicht halten. Aber bitte spann den Bauch an. Spür die Kraft hier. Oder öffne die Arme. Für acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Die Arme gehen nach vorne. Zieh dich einmal nach oben. Leg dich über deine Knie. Einmal aufrollen, ihr habt es schon geschafft. Der lange Rücken, runder. Der lange Rücken. Bitte einfach über den Vierfüßler stehen. Zehen aufstellen, Knie heben, schieb dich auf die Füße. Roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Nimm die Schultern zurück. Roll die Schulter, lass die Feder nicht bekommen. Schwing die Arme hoch und seitlich hoch. So, hoch, so. Für vier, drei, acht und halte oben und sieben. Einmal halten, einmal langsam nach unten. Atme über die Seite ein, werd hier aber runden. Als würdest du einen Baum umarmen und wieder öffnen. Und öffnen. Schenk mir ein Lächeln. Ein letztes Mal. Halt dich hier. Löse deine Arme. Und ich hoffe, ihr habt was gespürt in der Stabilität, in der Kraft und in der Beweglichkeit. Danke fürs Mitmachen. Macht es gut.